Ja, herzlich willkommen bei World Wide Whisky. Ich bin der Ronny und in der heutigen Verkostung habe ich einen Whisky, den ich schon des Öfteren im Glas hatte, aber noch nie vor der Kamera. Heute das erste Mal. Ja, es geht um die Destille Talisker und hier habe ich den Talisker Distillers Edition von 2007. Also 2007 destilliert, 2017 abgefüllt, 10 Jahre alt. Der Whisky ist im Ex-Bourbon-Fass gereift und hat ein Amaroso-Sherry-Cask-Finish. Wie lange jetzt der im Sherry-Fass lag, kann ich nicht sagen, das geben sie nicht an. Aber ja, ein paar Monate oder vielleicht auch ein, 2 Jahre werden es bestimmt gewesen sein. Ja, ja, eher denke ich mal. Ja, er hat 45 0,8 Volumenprozent, also eine schöne Trinkstärke. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob der, also gefärbt ist er, das weiß ich, aber kühl gefiltert, na, ich denke mal nicht, bei 45,8. Ja, weiß man nicht. Also gefärbt ist er auf alle Fälle. Ja, so ein Presskorken. Ja, ich kipp mal ein bisschen was ein. Liegt gleich Rauch im Raum. Ja, Talisker, eine Destille, die 1831 gegründet wurde. Und sie liegt in der schönen Bucht, ich muss mal gucken, ich habe mir das aufgeschrieben, im Ort Carbost am Ufer vom Loch Harport. Also die Bucht dort. Loch Harport. Ich war auch schon mal dort, ich war schon auf Skye bei meiner Schottland-Rundreise 2016. War ich auch unter anderem auf der Insel Skye. Bin zu Talisker dann gefahren, habe dort natürlich keine Führung gemacht, weil das zeitlich nicht drinne war. Wer weiß, wer 10 Tage eine Rundreise macht in Schottland, Highlands, Speyside. Also ich habe einige Destillen besucht und da war einfach für Talisker keine Zeit. Meine Frau wollte unbedingt auf die Insel Skye mal rauf, habe ich gesagt, okay, das machen wir. Und wer mit dem Auto dorthin fährt, da gibt es ja nur eine, also wenn man vom Loch Ness kommt, nur eine große Straße. Und man kommt am Eileen Doonan Castle vorbei, also der größten Sehenswürdigkeit von Schottland fast, würde ich sagen. Also von den Schlössern und Burgen her, ist ja auf jeder Postkarte, in jedem Kalender, überall ist das Schloss drauf. Das haben wir gar nicht gewusst, da haben wir uns gar nicht schlau gemacht und haben es dann entdeckt auf der Fahrt dorthin. Natürlich haben wir da angehalten, haben wir dann auch mal eine Führung dort gemacht, da kann man reingehen, kann man sich das angucken. Also der Weg dorthin auf die Insel Skye ist sehr, sehr schön. Also man kommt über, nachher, wenn man auf die Insel rauffährt, über diese berühmte Skye Bridge dort drüber, die so einen großen Bogen drüber macht. Und ja, der Weg dorthin geht über eine bergige Landschaft, eine Heidelandschaft. Also das ist ja immer vom Bewuchs her sehr flach bewachsen dort. Also viele Grase und Moose sind dort zu sehen. Ja, und dann ist man auf der Insel Skye und dann sind wir natürlich zu Talisker hin. Ich habe gesagt, hinfahren will ich mal auf alle Fälle. Ich will mir die Destille auf alle Fälle mal von außen angucken. Und ja. Super gelegen, sehr schön, sehr idyllisch gelegen, schöner kleiner Ort. Jetzt natürlich schon ja, sehr überlaufen durch den Tourismus und so. Sie haben ein wunderbares Visitor Center, da war ich drin, also das ist sehr, sehr sehenswert. Und sie machen auch Führung, geile Führung, habe ich gehört. Aber ja, es war halt zeitlich nicht machbar bei mir. Und da ja Talisker nicht zu meinen Favoritendestillen gehört, habe ich gesagt, mache ich dann dort die Führung nicht. Ja. Ja, das dazu. Sie haben ein Produktionsvolumen von 2 Millionen Litern. Sie brennen auf 2 Wash Stills, 3 Spirit Stills. Ja, das kann man so, dazu so sagen. Und ja, mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Sie benutzen Malz mit einem Rauchgehalt von 25 ppm. Also ja, eher mittelmäßig klein. Würde ich sagen, von der PPM-Zahl her. Aber ich habe eben schon gemerkt, beim Einkippen kam schon ein bisschen Rauch hoch. Also, ja. Also, widmen wir uns mal dem Whisky. Ja, zur Farbe
Kann ich, wie gesagt, nichts sagen, ist gefärbt, ne? Aber soll ja den Whisky nicht schlecht machen. Ich habe mir die Distillers Edition mal geholt, weil mir die mal empfohlen wurde. Ich hatte von Talisker einmal mal den 10-Jährigen probiert, der hat mir nicht so geschmeckt, der hat mir nicht so zugesagt, muss ich sagen. Aber die Distillers Edition soll sehr gut sein und ja, die habe ich mir mal gekauft. Kostet so 48, 50 €, also immer in dem Dreh rum um die 50 €, sag ich mal, kriegt man den gut zu kaufen. Also wie gesagt, gute Trinkstärke, gefärbt, ja. Also. Rauch, ja. Aber Rauch noch gar nicht mal so krass, finde ich. Und noch gar nicht mal so stark. Also beim Einkippen kam mir der Rauch intensiver vor. Jetzt, wo ich die Nase mal ins Glas stecke, muss ich sagen, ja, gar nicht mal so rauchig. Fruchtig eher. Schöne Frucht, schöne dunkle Früchte kommen da hoch. Kirsche, Johannisbeere hätte ich da jetzt. Ja, und wieder so altes Leder, so ein Ledersessel wieder. Karamell natürlich. Süß-karamellig. Ja, sehr, also sehr angenehme Nase, muss ich sagen. Zum Besitzer habe ich noch gar nichts gesagt, zu der Destille. Gehört eine Limited, die jetzt dem Diageo-Konzern auch mit angehört. Also alle Wege führen wieder zu Diageo hin. Ich glaube, Diageo hat in Schottland, glaube ich, gehören mittlerweile schon 28, 30 Destillen so rum. Also eine Menge. Und auch Talisker gehört dazu. Im Laufe der Zeit, deswegen kann man zur Geschichte von Talisker auch gar nicht so viel sagen, weil sie haben x-mal den Besitzer gewechselt, x-mal pleite gegangen. Sie ist auch sogar mal abgebrannt. Und wurde, glaube in den 60er Jahren, 50er, 60er Jahren oder so, weiß jetzt nicht, muss ich mal nochmal genau gucken, wieder aufgebaut, originalgetreu aufgebaut, damit man den Geschmack behält. Das Wasser geht auch durch torfige Erde, soll dem Whisky auch einen guten Geschmack ja, bringen, aber man weiß ja, viel Marketing hilft viel. Und ja, das wollte ich auch nochmal dazu sagen. Ja, auf alle Fälle schöne Nase. Schöne, runde, weiche Nase. Schön, vom Alkohol merkt man gar nichts. Überhaupt nichts. Also null fast. Ja, oder null in der Nase. Schöne Frucht, schöne Kirsche, schöne Johannisbeere, dunkle Früchte, rote Früchte. Und der Rauch sehr dezent, finde ich, muss ich sagen. Ja. Super, einwandfrei. Also, probieren wir mal. Slanche. Karamell, schön Karamell. Bisschen Sherry. Also so, ja, so fruchtig vom Sherry her, denke ich mal. Aber nicht so intensiv. Also ich denke mal, der lag mehr im Ex-Bourbon-Fass wie im Sherry-Fass. Der hat ja halt bloß ein Finish. Also ich schmecke hier mehr süße Karamell so. Aber jetzt, das Leder kommt so ein bisschen raus. Altes Leder. Ja. Und Rauch, der Rauch hält sich immer dezent im Hintergrund, finde ich. Also sehr dezent immer hinten. Ich finde, der ist gar nicht so rauchig. Alkohol, super, auch wieder gut eingebunden, muss ich sagen. 45,8%. Optimale Trinkstärke, finde ich. Der braucht kein Wasser natürlich. Der braucht aber auch, glaube ich, nicht mehr Alkohol. Also er ist gut, er brennt nicht, aber er hat ganz leicht ein bisschen geprickelt. Aber nicht unangenehm. Die Süße bleibt im Mund und der Rauch. Der Rauch belegt jetzt so, wenn der Whisky weg ist, belegt den ganzen Rachenraum und die Zunge. Also, aber angenehm. Angenehmer Rauch. Ja.
Ja, schöne Nase. Also die Nase, die ist, die lädt zum Längerriechen ein. Gefällt mir sehr gut. Also wunderbare Nase. Gefällt mir fast besser wie der Geschmack. Super. Schöne, süße, schöne Früchte. Leichter Rauch. Alles in allem sehr harmonisch. Also gefällt mir sehr gut. Wurde mir empfohlen, die Distillers Edition. Ich habe sie mir dann gekauft. Ohne vorher zu probieren, mal gekauft. Und muss sagen, top. Kann man empfehlen. Also schöner Whisky. Ich probiere ein zweites Mal. Super. Schöne Karamellsüße. Jetzt kommt ein bisschen der Alkohol, aber nicht unangenehm. Er schiebt jetzt ein bisschen. Fand ich beim ersten Mal, war er nicht so dolle. Jetzt schiebt der Alkohol ein bisschen, aber nicht unangenehm. Super, immer noch. Super eingebunden. Also ich finde, die 45,8 sind eine optimale Trinkstärke für den Whisky. Dürfte gar nicht mehr haben und dürfte aber auch nicht weniger haben. Also finde ich, haben sie gut hingekriegt damit. Ja. Zum Abgang muss ich sagen, ich finde, der ist schnell weg, der Whisky, aber der Rauch bleibt. Der Rauch bleibt im Rachenraum und auf der Zunge. Aber vom Rest des Whiskys habe ich nichts mehr. Der ist schnell weg dann. Also da bleibt nicht viel. Ja, schöner Whisky muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Haben sie gut hingekriegt. Und der Preis auch sehr attraktiv. Hat ja immerhin auch 10 Jahre. Steht ja alles drauf, alle Daten, also sehr transparent, muss ich sagen, bis auf die Kühlfilterung. Oder steht es hier noch irgendwo? Nee. Nur, dass Farbstoff drin ist, das müssen Sie raufschreiben. Aber ich denke mal, der ist nicht kühlgefiltert. Fast 46%, ab 46 braucht man ja nicht kühlfiltern, sagt man mal, ja immer. Und ja, schöner Whisky, muss ich sagen. Also, ich trinke mal den Rest aus. Sehr gut, sehr harmonisch, sehr rund alles. Also, ich finde auch, den kann man auch einem Einsteiger empfehlen. 46% knapp damit. Überfordert man auch, glaube ich, keinen Einsteiger. Also, wer in die rauchige Welt des Whiskys mal einsteigen will und noch gar nicht so die Erfahrung damit mit rauchigen Whiskys hat, finde ich, ist das ein Kandidat durchaus. Und ja, das war's soweit, denke ich mal. Fahrt mal auf die Insel Skye, wenn ihr in Schottland seid. Also eine super, super hübsche, schöne Insel. Wunderbar gelegen, landschaftlich mega. Auch wer fotografiert, für Fotografen interessant. Und die Bucht dort, ne? Also Talisker liegt ja, habe ich ja vorhin gesagt, in der Bucht Harport, im Loch Harport. Und ja, also sehr schön gelegen, immer eine Reise wert. Und ich glaube, jetzt hat auch eine zweite Destille eröffnet, oder sie ist im Bau dort noch auf Skye. Früher war ja Talisker alleine. Und ja, denke ich mal, wird man auch mal beim nächsten Schottland-Urlaub mal oder beim nächsten Skye-Urlaub da mal mitbesuchen. Ja, ich denke mal, das war's. Talisker, also habe ich immer nicht so auf dem Schirm gehabt, nachdem der 10er nicht so dolle war, fand ich. Aber ich denke, ich werde mir da noch mal einige Abfüllungen mal zu Gemüte führen, mal probieren. Der Port Rook soll ja nicht schlecht sein, wurde mir auch schon empfohlen von Talisker. Also den werde ich definitiv auch mal probieren. Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Sehr guter Whisky. Also Kaufempfehlung, klare Kaufempfehlung für den Whisky, gerade für Einsteiger. Und ja, sage mal wieder vielen Dank, dass ihr mir zuschaut. Wer es noch nicht getan hat, kann uns ein Abo da lassen und einen Daumen nach oben, ein Like, freuen wir uns immer. Und sage mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.